Linse. Ja, es ist gut. David Bowie. Und? Sieht gut aus. Schau ich hübsch aus. Mhm. Du schaust auch hübsch aus. Danke. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, Herr Wunderlich. Guten Morgen, Frau Anders. Was gibt's denn heute? Heute machen wir eine von unseren Hörspielfolgen. Und zwar besucht der Fitz zum ersten Mal in seinem Leben ein Starbucks. Hallo. Also, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was kann ich Ihnen denn anbieten? Ich hätte gern Kaffee und ein Schinken-Sandwich. Sehr gerne. Kann es sein, dass es der erste Besuch bei Starbucks ist? Ja, stimmt. Der Laden, der steht hier ja schon länger, aber ich habe bis jetzt immer bei meinem Kiosk gekauft, aber das musste leider zumachen. Ah, machen Sie heute Spätschicht, stimmt's? Ja, wir sind die einzige Steuerkanzlei hier, die einen 24-Stunden-Service anbietet, 7 Tage die Woche. Ah, na gut. Wie groß soll denn Ihr Kaffee sein? Wie groß? So eine Tasse halt. Okay, also wir haben 3 Standard-Cup-Sizes, Tall, Grande und Venti. Aha, und was bedeutet das bitte? Naja, Tall ist Englisch und heißt groß, ist aber der kleinste. Der entspricht einer Menge von 345 Milliliter und enthält bei Kaffeespezialitäten in der Regel einen Shot. Grande heißt im Italienischen groß, ist aber so eine mittlere Größe. Das sind dann etwa 473 Milliliter und bei Kaffeespezialitäten mit Milch sind es 2 Shots. Und Venti heißt 20, ist aber die größte Größe und enthält bei Heißgetränken 592 Milliliter und bei Kaltgetränken sogar 770 Milliliter. Da sind dann aber 2 oder 3 Shots drin. Und was entspricht dann am ehesten so einer Tasse? Wahrscheinlich Tall. Dann nehme ich Tall. Okay, und wie heißen Sie denn? Wie ich heiße? Ist das irgendwie wichtig? Ich meine... Ich muss es halt auf den Becher schreiben. Auf den Becher schreiben? Müssen Sie das? Wie, muss ich den auswaschen und das nächste Mal wieder mitbringen, oder was? Nein, aber sonst kommen die Bestellungen beim Barista durcheinander. Aber ich bin doch weit und breit der einzige Kunden in dieser Sprechkabine. Ja, so machen wir das halt. Das ist der Starbucks-Genießer-Service. Genießer-Service. Na gut, ich bin der Herr Untersberger. Angenehm. Und dein Vorname, bitte? Vorname. Ach so, Vorname. So macht ihr das hier, ja, oder? Genau. Fritz. Schreibt man das mit F oder mit V? Wie bitte? Ob man das mit F oder mit V schreibt? Mit F. Fritz schreibt man mit F. Okay. Und was für einen Kaffee willst du denn? Espresso, Capo Latte Macchiato? Oder Frappé? Was ist denn ein Capo? Also ein Cappuccino. Also Espresso mit geschäumter Milch. Und ein Latte? Das ist ein Latte Macchiato. Also geschäumte Milch mit Espresso. Ah ja. Und ist da ein Unterschied? Ja, durchaus. Und was ist ein Mocho? Mocho, das ist mit Schokolade. Mit Schokolade? Ja, Vollmilch zahlt bitte 70% oder 90%. Was? Naja, will ich ja eh nicht. Und was ist ein Frappe? Frappe, das ist ein Cappuccino, nur kalt. Bei Venti dann eben mit 3 Shots. Kalt. Mhm. Und irgendwie so einen normalen Kaffee, das gibt's nicht, oder? Doch, American House Blend ist ziemlich normal, ist aber teurer. Dann nehme ich den bitte. Ist teurer? Sehr komisch. Welche Bohne denn? Wie, welche Bohne? Ich meine, welche Bohnen magst du denn am liebsten? Naja, ehrlich gesagt mag ich ja alle Hülsenfrüchte. Aber am ehesten, da mache ich mir zu Hause manchmal so eine Dose gebackene Bohnen, so Baked Beans warm, so mit einer Prise Pfeffer, ein bisschen Salz und im Röstbrot. Das ist okay, total aber lecker. Eigentlich geht es hier ja um Kaffeebohnen. Also ich meine, welche Kaffeebohne möchtest du denn? Ah, so klar, logisch. Was gibt's denn so? Willst du Columbia, Guatemala, Kenia, Äthiopien, Sumatra oder eine der Mischungen vielleicht? Mischungen auch noch. Ja, wir haben zum Beispiel Veranda Blend, Anniversary Blend, Tribute Blend, Kati Kati Blend oder House Blend. Wir hatten doch House Blend schon gesagt, oder? Ach ja, was stimmt ja genau. Hatte ich bei Kaffee ja schon reingeschrieben. Sorry. Wir haben also einmal Cappuccino, American Coffee, House Blend. Prima, und ein Schinken-Sandwich.
Welche Röstung denn? Das Schinken-Sandwich? Nein, die Bohne. Die Bohne. Ich traue mich fast nicht fragen, aber was gibt's denn? Mitteldunkel? Das ist ganz einfach, nehme ich Mittel. Mit oder ohne? Mit oder ohne was? Ja, Koffein. Sollte ein Kaffee dekoraffiniert sein? Nein, bitte nicht. Okay, dann haben wir also einmal Cappuccino, American Coffee, Houseblend, Mittel, Koffein. Und das Schinken-Sandwich. Skinny Low Fat, normal oder creamy? Das Schinken-Sandwich? Die Milch, fettfrei, 1,5%, 3,8% oder sahnig? Dann nehme ich normal. Ah, prima, also 3,8%. Einen Shot oder zwei? Shot, das wollte ich vorhin schon fragen. Shot, was ist denn das? Du kannst im Tall Cappuccino einen oder zwei Espresso haben. Gut, dann nehme ich zwei. Okay, dann haben wir also einmal Cappuccino, American Coffee, Houseblend, Mittel, Koffein, Normal und zwei Shot. Und das Schinken-Sandwich. Und Karamell oder Schokolade. Das Schinken-Sandwich? Nein, der Sirup. Sirup? Ja, du kannst deinen Kaffee mit Sirup haben, das verändert das Aroma. Was kann ich mir vorstellen? Sirup in den Kaffee? Ja, wir haben ja, wie gesagt, Ahorn, Karamell oder Schokolade. Kann man auch gar keinen Sirup in den Kaffee haben? Ja, klar, kein Problem. Wir haben also einmal Cappuccino, American Coffee, Houseplant, Mittelkoffein, normal, zwei Shots und ohne. Und das Schinken-Sandwich. In oder out? Das Schinken-Sandwich? Naja, wenn das, ob das in ist, ich weiß nicht, wenn ich mir das hier so anhöre, da komme ich mir ziemlich altmodisch vor, wahrscheinlich ist es nein, out. Nein, der Kaffee to go oder nicht? To go? Zum Mitnehmen. Ja klar, ja, genau, zum Mitnehmen. Okay, da kostet der Sirup allerdings das Doppelte, da muss ich dich darauf hinweisen, Fritz. Fritz, und wir haben doch gesagt ohne Sirup. Moment, was haben wir nochmal? Wir haben also einmal Cappuccino, American Coffee, Houseplant, Mittelkoffein, normal, zwei Shot ohne. Stimmt, du hast recht. Und das Ganze to go, prima. Na und das Schinken-Sandwich. Klar, das habe ich nicht vergessen. Bist du White, Brown oder Vollkorn? Oje, geht das jetzt schon wieder weiter? Dauert das jetzt nochmal 5 Minuten? Ich meine, ich muss noch meine U-Bahn erwischen. Das ist der Starbucks-Genießer-Service. Was für ein Brot möchtest du denn? Gut, ich frage einfach nicht mehr nach. Ich nehme White. Ganz normal. Ah, prima. Willst du das Toasted Panini überbacken in der Roll oder Plain? Wie bitte? In der Roll? Ich nehme Plain. Okay, wir haben also White und Plain. Und was für ein Schinken hättest du denn gerne? Naja, so ein Schinken halt, wie halt auf einem Sandwich okay. ist. Okay, wir haben Serrano-Schwarzwälder gekocht, Rinder, Parma oder Copper? Ich nehme gekocht. Gekocht. Bist du Käse dazu? Käse wäre nett. Obwohl, wie viele Käsesorten habt ihr denn? Oh, wir haben eine Auswahl von 2 verschiedenen Käsesorten. Dann ohne. Dann verzichte ich auf Käse. Okay, dann haben wir also White Plain gekocht und ohne Käse. Magst du Salat? Klar mag ich Salat. Also manchmal mag ich Salat, aber jetzt will ich eigentlich ein Schinken-Sandwich. Gibt's in, auf, neben und bei Überbacken oder auch oben ohne. Aber ohne Käse macht das natürlich mit dem Überbacken eigentlich auch keinen Sinn. Neben? Ja, also extra Tellerchen für den Salat. Ich will überhaupt kein Tellerchen. Ich würde das gern mitnehmen. To go, wie ihr sagt hier. To go. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was? Moment. Das wäre Ihre nächste Frage gewesen. Ja. Dachten Sie, ich kaufe einen Kaffee to go, gehe dann raus, trinke den und dann komme ich wieder rein und esse dann den Salat. Wir machen das so. Das ist der Starbucks-Genießer-Service. Okay, also in aufnehmen und bei Überbacken auch oben? In, auf, eben, in das Brot, auf den Schinken. Okay, dazu vielleicht Gürkchen, Fitz? Fritz, und wie viele Sorten Gürkchen gibt's? Nur eine leider. Dann mit Gürkchen. Gut, dann haben wir also White Plain gekocht und ohne Käsesalat in Gürkchen, dazu vielleicht Zwiebeln, Fitz? Das hängt ganz davon ab, wie viele Zwiebelarten es bei euch gibt. Wir verwenden leider nur eine Art Zwiebeln. Prima, dann mit Zwiebeln. Willst du die Zwiebel gehackt, gewürfelt als Röstzwiebel oder als Onion Rings? Sie machen das absichtlich, oder? Was bitte? Mache ich absichtlich? Hier so eine Bestellorgie mit mir abziehen, während meine U-Bahn gleich fährt. So, aber das ist so üblich, denn das machen wir so. Das okay, ist der okay. Ich nehme einfach alle Sorten Zwiebeln. Okay, kein Problem, natürlich. 3-mal Zwiebel extra, kein Problem, Fitz. Gibt's sonst noch Fragen? Möchtest du als Cream, Mustard, Vinaigrette, Ketchup oder Paul Newman? Was hat das denn mit Paul Newman zu tun? Paul Newman hat diese Sandwich-Creme für uns kreiert.
Ich glaube, das waren... Ich nehme einfach alle verdammten Sandwich-Creams, okay? Natürlich. Wir haben also White Plain gekocht und ohne Käsesalat in Gürkchen, Zwiebelhack, Würfelröst und Onion Rings mit Cream, Mustard, Vinaigrette, Ketchup und Paul Newman. Welche Kräutermischung hättest du denn gerne dazu? Ich will alle verfickten Kräutermischungen dazu haben. Natürlich gar kein Problem. Das wäre es dann. Ich fasse die Bestellung noch einmal zusammen. Du hast bestellt einmal Cappuccino, America Coffee, Hausblend, Mittel, Koffein, nochmal 2 Shot ohne Sirup, den Kaffee to go und ein Second Gin und ein Chicken Sandwich, White Plain gekocht und ohne Käsesalat in Gürkchen, Zwiebelhack, Würfelröst und Onion Rings mit Cream Mustard, Vinaigrette, Ketchup und Paul Newman mit Schnittlauch, Dill, Petersilie, Rosmarin, Thymian und den Kräutermischungen Provence, grüne Soße, italienisch, griechisch, mediterran, makrabinisch, indisch, Sichuan und Wasabi. Das Sandwich auch to go? Das ist das seltsamste Sandwich, was ich je aufgenommen habe. Aber das ist natürlich der Starbucks-Genießer-Service. Das. Vielleicht auch noch eine kleine Nachspeise dazu, Fitz. Ist eine bodenlose Unverschämtheit. Sie haben doch hier mit voller Absicht aus mir einen Idioten gemacht, oder? Was ist das hier eigentlich für ein Laden? Wie könnt ihr überhaupt einen Cent verdienen, wenn das Zeug, das ihr verkauft, weniger wert ist als die halbe Stunde Arbeitszeit, die man beim Bestellen verbraucht? Das kann doch nicht wahr sein. Ist das hier irgendwie versteckte Kamera oder so? Mich können Sie aber nicht verarschen. Ich habe Jura studiert. Ich will sofort Ihren Manager sehen. Okay, gerne, Fitz. Welchen Manager möchtest du denn sehen? Also wir haben den Personal Manager, den Card Manager, den Financial Manager, den Team Manager, den Unit Manager, den Customer Service Manager und den Assistant Personal Manager oder den Assistant Unit Manager. Aufhören! Es reicht. Wissen Sie was? Wenn Sie jetzt kein Wörtchen mehr sagen und wenn Sie mir jetzt einfach den Scheiß-Kaffee und das Scheiß-Sandwich geben, dann werde ich keine weiteren Schritte gegen Sie unternehmen. Okay? Okay? Klar? Logisch, oder? Und halt, ich lege hier auf den Tresen 30 Euro. Das wird dann ja wohl reichen. Und sonst fragen Sie mich noch, mit welcher Karte ich bezahlen will oder in welcher Währung ich zahlen will. 30 Euro ist ein fairer Deal, oder? Dann nehme ich mein Zeug und wir zwei sehen uns einfach nie mehr wieder. Haben wir uns verstanden? Okay, Sie dürfen wieder was sagen. Haben Sie mich verstanden? Ich habe dich verstanden, Fitz. Aber hier ist leider jetzt Feierabend. Also wir schließen Punkt 22 Uhr die Küche. Wenn du das nächste Mal wiederkommst, dann such dir doch einfach dein Sandwich und deinen Kaffee vorher im Internet aus. Dann ziehst du einfach dein Handy mit deinem QR-Code hier über diesen Sensor und 2 Minuten später ist dein Kaffee und dein Sandwich fertig. So machen das bereits 85% unserer Kunden. Ich hoffe, du hattest eine gute Erfahrung bei Starbucks und hast unseren Genießer-Service sehr genossen. Wenn du willst, kannst du mir auf unserer Webseite auch eine 5-Sterne-Bewertung geben. Vielen Dank, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, Fitz. Fritz Untersberger. Auf Wiedersehen. Das war so ein Beispiel, wie wir eine Hörspielfolge aufnehmen. Wenn euch das gefallen hat, schaut doch vorbei bei morgenradio.de. Da könnt ihr jede Woche kostenlos eine neue Folge anhören, oben ohne. Oder bei Premium, oder Premium jeden Tag eine neue. Wir sehen uns dann. Bis dann. Euer Herr Wunderlich. Und eure Frau Anders. Ciao.